Was musst du tun, wenn jemand zu dir kommt mit der Namima? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, so und so sagt über dich das und das. Oder er hat das und das gemacht. Was musst du tun in diesem Fall? 6 Dinge hast du zu tun. Das allererste, dass du ihm nicht glaubst. Egal wer er ist. Dass du ihm nicht glaubst. Warum? Allah Ta'ala sagt, وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأْ فَتَبَيَّنُوا. Wenn zu euch ein Fasiq, ein Frevler, wenn ein Sünder zu euch mit einer Nachricht kommt, mit einer Botschaft, فَتَبَيَّنُوا. Dann تَبَيَّنُوا, also stellt die Sache klar, nimmt ihm das nicht sofort ab, kauft ihm das nicht ab, glaubt ihm nicht. Und der Namam ist ein Fasiq. Wer dir solche Mitteilungen bringt, der ist ein Fasiq. Zweitens, dass du ihm dies verbietest und ihn zurechtweist, wenn es einen Nutzen hat. Drittens, dass du ihn für diese Tat verabscheust. Das ist nämlich eine abscheuliche Tat, die verabscheuenswürdig ist. Außerdem ist der Namam verabscheut bei Allah Ta'ala. Viertens, dass du über die Person A, über die er dir gerade etwas mitteilt, dass du über sie nicht schlecht denkst. Also keine Vermutungen hegst, weil er dir das jetzt gesagt hat. Weil das ist ja der Grund, warum die Namima verboten ist. Sie bringt dazu, sie regt Vermutungen an. Sahih? Das fünfte ist, dass diese Namima dich nicht dazu antreiben soll, der Sache auf den Grund zu gehen. Zu spionieren und hören und nachforschen. Denn deswegen wurden ja die Vermutungen verboten. Allah Ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann. O ihr, die Iman habt, vermeidet vieles an Vermutungen. Viele Vermutungen sind zu vermeiden. Inna ba'd adh-dhanni ithm. Einige Vermutungen sind Sünde. Sündhaft. Und dann guck mal, was hier, wie Allah Ta'ala die Sachen erwähnt. Nachdem er die Vermutungen erwähnt hat, sagt er, وَلَا تَجَسَّسُوا, und spioniert nicht. Wo ist der Zusammenhang zwischen Vermutungen und Spionage? Vermutungen regen dich dazu an. Sie sind sozusagen der Motor. Die treiben dich dazu, zu spionieren und der Sache auf den Grund zu gehen. Und deswegen wurde A verboten, weil das ein Mittel ist, das zu B führt, nämlich zu der Spionage. Sechstens, dass du nicht dasselbe machst, was der Namam gemacht hat. Also das, was er dir gesagt hat, nicht weitererzählen. Die Namima kann ja sein, dass sie über einen Freund von dir gesagt worden ist. Beispielsweise A kommt zu dir und sagt über einen Freund, er sagt zu dir und er weiß, dass du eine Beziehung mit C hast, nehmen wir 3 Personen. Wir haben A und B. B ist die Person, die zu dir kommt, der Namam. Und wir haben C, das ist dein Freund. B kommt zu dir und sagt, A hat über C so und so gesagt. Und er weiß, das regt dich an und das stört dich. So, nachdem du diese 5 Schritte begangen hast, fall nicht selbst auch in die Riba, in die Namima, indem du jetzt zu C gehst und ihm erzählst, dass B das gesagt hat. Versteht ihr? Das sind die 6 Dinge, die zu tun sind. Suleiman ibn Abd al-Malik, einer der umayyadischen Könige, also der Banu Umayya, der Nachfahren von Muawiya. Ein Mann kam zu ihm und dann sagte dieser König, Suleiman ibn Abd al-Malik, er sagte, mir ist zu Ohren gekommen, dass du so und so über mich sagst und so gemacht hast. Dann sagte er, dieser Mann, er sagte, ich habe das nicht gemacht. Und dann sagte Suleiman, der König, er sagte, der mir das gesagt hat, der ist ehrlich. Thiqa. Dann sagte der Mann der Antwort, er sagte, der Namam ist nicht ehrlich. Der Namam, der dir Sachen mitteilt, ist nicht ehrlich. Kann nicht ehrlich sein, das ist ein Fasiq. Ja.
Und dann sagte Suleiman, Sadakt, du hast, er hat dann akzeptiert, er hat das verstanden. Er hat gesagt, du hast wahr, die Wahrheit gesprochen, geh fort. Yahya ibn Abi Kathir, einer der großen Muhaddithin, er sagte, der Dammam veranstaltet einen dermäßigen Schaden, den in einer Stunde, den ein Zauberer nur in einen Tag hinkriegt. Oder nee, in einem Monat, sagt er. Der Dammam stellt Schaden an in einer Stunde, den der Zauberer nur in einem Monat hingekriegt hätte. Und da erwähnen sie eine amüsante Geschichte, also ist amüsant, weil man da sieht, was die Namima anrichten kann. Ein Mann war auf einem Sklavenmarkt und hat einen Sklaven gekauft und der Verkäufer hat ihm gesagt, er hat sozusagen, wisst ihr, wenn man ein Auto kauft, dann sagt man, hier ist was kaputt und da ist kaputt. Und da hat er gesagt, hier bei dem ist auch was kaputt. Und zwar dieser Mann, der betreibt die Namima und die Riba. Er hat das sozusagen gesagt, wenn er später kommt und sagt, hier, das habe ich nicht gewusst, nimm wieder zurück. Er hat gesagt, hat er ihn trotzdem gekauft und haben eine Zeit gelebt zusammen. Und der Mann war verheiratet. Dieser Sklave ist zu seiner Frau gegangen und hat ihr gesagt, der möchte eine andere heiraten. Der möchte eine weitere Frau ins Haus holen und heiraten. Nebenbuhlerin. Und dann ging er zu dem Mann und sagte zum Mann, nimm dich vor deiner Frau in Acht. Die will so und so machen, die will dich umbringen. Dann ist er wieder zur Frau gegangen und hat gesagt, wenn du möchtest, dass ich diesen Mann an dich hänge, ja, dass er nur noch an dir hängt, dann mach Folgendes. Geh nachts, wenn er schläft, mit einer Rasierklinge und rasier ihm die Haare hier ab. So, die Frau hat ihm das abgekauft. Das ist wirklich möglich, dass Frauen sowas abkaufen. Die machen alles Mögliche, um ihre Männer zu behalten irgendwie. Deswegen in unseren Ländern gehen sie zu diesen Heiligen, die in Wirklichkeit Scharlatanen sind, Zauberer und so weiter. Und machen die dümmsten Sachen dort. Jedenfalls, sie ist dann hingegangen. Der Mann, der Sklave ist zum Mann, hat ihr gesagt, pass auf, wenn du schläfst. Ja, die wird kommen halt. Der Mann hat den Schlaf vorgetäuscht. Und er hat die Frau kommen sehen mit der Klinge. Und er ist davon ausgegangen, die möchte ihn umbringen. Und dann hat er sie umgebracht. So, die Geschichte ist nicht zu Ende. Er hat sie umgebracht. Die Familie der Frau hat das mitbekommen. Sie haben ihn auch umgebracht. Zwei Morde wegen ein paar Wörtern, die man die eine Person von hier nach da gebracht hat. Und von dort nach hier.